Angus war eine 90-jährige Frau, die sich in einer echt missligen Situation befand. Sie hatte einem Verwandten über Jahre hinweg erlaubt, auf ihrem Grundstück seinen Müll abzuladen, und mittlerweile hatte sich eine echte Müllhalde entwickelt, die mit einem verrotteten Duft auf sich aufmerksam machte. Die Nachbarn hatten sich bereits beschwert und irgendwann wurden auch die Behörden auf den Müll aufmerksam und wollten letztendlich eine tägliche Geldstrafe von $2,500 vergeben, wenn das entsprechende Grundstück nicht bald leergeräumt wird. Doch da Angus nicht laufen konnte und weder Freunde noch Verwandte hatte, die sich dem Problem annehmen konnten, wandte sie sich an die Organisation Operation Blessing, die laut eigenen Aussagen die Liebe Gottes demonstrieren soll, indem sie Leid in den USA lindert. Und tatsächlich halfen sie der alten, hilflosen Frau, verschrotteten sogar auf Wunsch den alten Schuppen und am Ende passierte noch etwas Unfassbares. Sie ging die fleißigen Helfer bei der Arbeit besuchen und sah, dass sogar Nachbarn, die sich zuvor beschwert hatten, bei der Aufräumaktion halfen. Eine wirklich großzügige Geste.